In der letzten Episode. Das schießt jetzt nochmal, das ist ja schön. Wie viele Züge das Ding hat. Ja, ja, kümmern wir uns gleich drum. Nein! Was ist das für eine Mission? Hallo? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei XCOM Enemy Within. Wir sind in der Folge Nummer 34. Und warten im Prinzip auf Firestorm und vor allem das Plasma-Präzisionsgewehr, dass wir dann mal die Alien-Basis angreifen können. Ja, dann warten wir mal. Ah, sehr schön. So, das heißt, wir müssen als erstes MP-Dinger bauen. Kanonen, genau. Drei Stück. Ach, ist das schön, wenn man sich nicht um die... ums Geld keine Gedanken machen muss. Was habe ich denn gemacht? Was? Ich habe den ausgemustert? Ernsthaft? Ich habe nicht hingeguckt. Na, das war hervorragend. Das war ja gut. Ja, das läuft schon gut los. Ne? Das ist ja hervorragend. So ein Mist. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, gut. Dann, ja. Was? Zwei Sucherwracks, vier Ingenieure, 20 Credits. Ach, von mir aus. Jo, tschüss. Ah, sehr schön. Plasma Präzisionsgewehr zur Herstellung verfügbar. Was machen wir denn? Plasmagewehr, Plasmakanone oder Legierungs... Wir machen mal Legierungskanone. Ich weiß, dass das Plasmagewehr, das leichte Plasmagewehr bald fertig ist, aber das bringt halt nicht so viel, wie das Ding halt für die Stürmer. Okay, gut, dann... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Plasma Präzisionsgewehr. Wir bauen gleich mal eins. Sehr schön. Okay, dann müssten... Ich weiß, wir können jetzt direkt los. Ich warte jetzt noch kurz auf die Schiffe, damit ich das nicht vergesse. So. Die zwei, nachdem ich einen dämlicher Fall... Es ist wieder so typisch, ey. Okay, einmal Asien und einmal Europa. So, dann würde ich auch sagen, die muss dann mal aus mit diesen Avalanche-Raketen. Ja. Tschüss und tschüss. Dass wir da mal ein bisschen... Tabula Rasa machen. Ein bisschen Platz gewinnen. Und einfach auch schneller sehen, was hier Sache ist. Gut. So. Wieder drei Demons bauen. Ach, war das wieder so dämlich. Mann, Mann, Mann. Ich weiß, ich könnte jetzt das natürlich das Safe Game nochmal laden. Mache ich aber nicht. Okay. Gut. Die sind im Bau. Dann würde ich sagen, auf zum Alien-Stützpunkt. Ja. Gut, da nehmen wir natürlich, da das eine Story-Mission ist, unsere Besten mit. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir. Zwei Unterstützung, zwei Schwere, eine Stürmerin und einen Scharfschützen. Ja, ich nehme zwei Unterstützer mit, weil, ganz ehrlich, ja, wollte gerade sagen, sechs Medikits sind besser als drei. Ja, vor allem, die können halt jeder auch 10 Punkte wieder hochleveln. Das ist mir einfach sicherer. Transporter ist ein... Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Gut, so. Das Ganze geht wohl tendenziell alles nach links. Ist hier vorne aber relativ breit, deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen, dass man... Ich mach mich los. Nicht... Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nie rausfinden, macht aber auch nichts. So, alles klar. Will do.
Ja, er darf mal tatsächlich auf eine normale Mission mit. Ist ja unser Top-Spion. Geh weg! Ein schweren hierüber. Geht in Ordnung. Oh, danke. Aber einfach zwei Dreier-Teams, dann passt das. Moving. Und natürlich angezockt. Still him. Hinterher. Hält dir die Knarre direkt ins Kreuz. Here they come. Guten Tag. That is not good. Hacken wir es an. Ja, das UFO ist natürlich jetzt sofort auf Feldposten gegangen. Ich muss aber da rücken, das hilft nichts. Was siehst denn du? Nur das Ding, das ist ja Wahnsinn. Uiuiui. Ja, so gut. Okay. Gut. Bin unterwegs. Er sieht natürlich von hier unten nichts, aber ich mache nur den rückwärtigen Feldposten. Moving out. 90%. Das ist ja unglaublich. Da denkst du, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Unterwegs. Und weil UFO und Hilfe und so weiter und der einfach ein Schuss fertig tot. Platt. Roger, Roger. Tot ist ja so ein UFO nicht, aber platt. Gut. Okay, alles klar. Ja, dann war das ja gar nicht so schlecht. Okay. Begebe mich dorthin. Hier hin. Sehr schön. So, eins nach vorne. Muss allerdings auch schon mal nachladen, weil schon zweimal geschossen. Und er bleibt noch auf Feldposten. Ja, da höre ich doch schon wieder den wandelnden Chitinpanzer. I'm on the move. Gut. Und ja, da kann er schon mal komplett nach vorne. Da schon mal Feldposten. Ja, rück mal da. Rücke vor wie der Wind. Cool. Aye, aye, Commander. Okay. Gut. Hört ihr das? Nee, was hör mal. Unterwegs! Was war das denn? Das hätte doch eigentlich. Naja. Ich hätte das Sturm gespurten. Yes, sir. Sein sollen. So wie bei ihm hier. Hm. Naja. Wir bleiben hier noch. Warte mal, du lädst mal nach. Voller Beston. Genau. Bestätige! Okay. Damit wir alle schön aufgeladen sind. Ja, Putti. Повеселимся. Okay. Feinde gesichtet. Uiuiui, ich bin schwer irritiert. Sehr lächerlich. Ja, aber echt. Und hier? Attention, in mira blick. Oh, noch so zwei. Oh, das ist natürlich dieses schwer bewacht. Das ist doch lächerlich. Ganz ehrlich, die vorherige Mission war so eine Knüppelmission. Schwer gut. Okay. 91 und 71. Na, nehmen wir den mal erstmal. Ja. Bin auf dem Weg dorthin. Feind gesichtet. Ach, das war ja clever.
Das war ja clever. Uiuiui. 85% oder 65. Ja, komm, wir probieren erstmal das Ding. Gut. Wahrscheinlich kommt sie nicht bis dahin, richtig? Sie könnte es versuchen, aber sie schafft es nicht. Okay. Heading to that location. Dann mach mal hier den Feldposten. Ja, aber schon. Und du machst erstmal hier Ruhe. Toll. Ah, Wallachor! Jemand auf Halt! Okay. Ja, jo, den schon mal getriggert. Wunderschön. Okay, weißt du was? Viel Spaß dabei. Ziel im Visier. Okay, das Ding weg. I'm about to start keeping score. Okay. On the move. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorwärts rücken. So, wir drehen das mal gerade dahin. Ich weiß nicht, ob man da von da oben was sieht. Wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Feldposten, Feldposten und... Wie weit kommt er denn? Sieht er noch nichts. Ja, ich weiß was. Jetzt kommt diese... Ja, ja. Ja, das ist schön, dass das auch ist. Ja, da ärgert sich's. Ich hab wohl noch ein paar Raketen dabei. Kopf weg! Ja, hoffentlich. Gut, 9 Punkte weniger. Wo kommt sie denn überhaupt bis dahin? Leider nicht. Okay. Na gut. Stepping off. Dann muss ich mal ein Stückchen nach vorne. So. Wenn er hier hochgeht. Still him. Ah ja, er sieht was. Hervorragend. Mach mal ein verkrüppelnder Schuss. Ja, toll. Das wird ja nix. Ja, du hast ja auch sonst wohin gezielt, du Idiot. Okay. Ja, ja, vergiss es, Junge. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Ja, ich weiß. Sturm und Schuss. Bring sie zur Strecke. Bin dran. Und 88% ausweichen. Zwinge das Ziel zum Stellungswechsel. Ja, warum eigentlich nicht? Komm da raus! Hat keine Lust. Na gut. Dann müsste es nur darüber. Wird es aber dann. Das Problem ist, es sieht halt von hier aus nichts. Affirmative. Okay, dann mach mal Deckungsfeuer. Sit down. Okay. Ja, Kommandant. Und Feldposten.
Okay, komm. Okay. So, dann probier jetzt damit, dass du mal triffst. Schade. Missed the target. Mm, ja, ich sehe das. Was, der sieht ihn? Ich Mist. Okay. Auch nur 65%. Und du? 100%. Ja, komplett kritisch. Bitte. Nachladen. Ja, der war halt in der Zone. Achso, hat der schon geschossen? Echt? Okay. Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Du lädst mal nach. Legen wir los. Und du auch. Reloaded. So, dann nachladen. Los jetzt. On the move. Einmal heilen, das reicht erstmal. You're good to go. 10 Punkte, das ist so geil. Alter Schwede. C'était quoi? Ja, ich weiß, da sind wir noch nicht auf Herz. Je suis parti. Sind hier noch nicht fertig. Okay, wenn er schon fertig ist, dann kann er mal nach vorne. Zielposition bestätigt. Okay. Headed there now. Nicht wieder sinnlos was triggern hier. Okay. Пора пробежаться. C'était quoi? Okay. Ich gebe Gas. Er müsste auch mal nachladen. Hm. I'm on it, Commander. Ja. Back online. So viel Zeit muss sein. On avant le massacre. Rücke vor auf angegebene Position. Okay, Feldposten. Roger, du. Aber tatsächlich nur die, krass. Okay, was haben wir hier? Nichts. Bin dran. Okay. Dann spurte mal hinterher. Auch ruhig. Nee, du bleibst erst nochmal. Du auch, genau. Und er rückt eins nach vorne. Gut. Dann gucken wir mal um die Ecke. Okay. Todsicher. Was? Das Wort ist tot. Sicher, ja. Okay. Und hier? Und zu Befehl. Zu Befehl. Gut. So. Warte mal. Я обо всём позабочусь. Sehr schön. I'm on it, Commander. Gut. Ja, wir haben auch nur noch 2 Raketen insgesamt zur Verfügung. Dieser Sektopod hat halt ganz schön geschluckt. Hört ihr das? So. Nix, okay. Na gut. I'm all over it. Auch nichts. Bestätige. Okay. Hier hin und einmal hier hin. Was zum Teufel war das? Aha, hopf. Diese Alien-Aktivität. Bin unterwegs.
Wilco. Ist aber nichts zu sehen. Je suis parti. Okay. Mache mich auf den Weg. Gut. Ja. On the move. Das ist wie so ein Hinterhalt. Ja, hier. Schon. Also, wirkt zumindest so. Gut. Drücke vor. Da oben was gesehen, okay. Dann bleibt ihr erst nochmal hier. Ja, das ist schön, dass man hier so viel sieht. Okay. Ja, du bleibst natürlich da. I'm on it, Commander. Enemy in sight. Ah, okay. Ich habe das Ziel verfehlt. Sie wollen sich zurückziehen. Ja, tschüss. Okay. Was, Bono? Ja, angezockt. Kannst dich mal rankuscheln. Okay. Ja, räuchere mal aus. 99%. Los, komm in die Reihe. Ah, sehr schön. Vielleicht sieht er ihn ja. Oder sie. Ja, mach mal. Darfst du nochmal? Bitte. Zip-zop. Ja, aber schon, позабочусь. Ah, guck mal. Ja, 100% kritisch. Sie verlieren an Boden. Wie viel kritisch war das? 17. Das Coole ist, er kann jetzt nochmal, weil der ja nicht gedeckt stand. Heading to that location. Ah, sieht ihn leider nicht. Schade. Kann er mal herüber. Na gut. Was lagern sie nur in diesen Tanks? Kannst du mal aus den Frequenzen raus? Du bist hier völlig falsch. Ja. Also, du bist ja ein guter Schütze. J'aime pas ça du tout. Geh los. Okay, sieh ihn von hier unten. Krass. Und noch ein totes Alien. Ja, die Motivation ist nicht schlecht. In Bewegung. Okay. Zeit zu killen. Ja, sie hat ziemlich... Moving. Inhalt. Ah ja, sehr schön. Good as new. Ja, sie ist so gut wie neu. Gut. Er kann sich gleich selber heilen. Hat er 10 Punkte abgezogen bekommen, die hat er jetzt wieder. Okay. Jawohl. Warte mal, nachladen. Muss schnell nachladen. Sie leider auch. Moving. Let's rock. Und er müsste eigentlich auch, aber. Jasna, geh du nach Tochko. Machen wir später. Okay, gut. In Bewegung, Feindtruppen. Ah. Hat sie nicht diesen Reflex? Sie hat doch den Nahkampfspezialist. Hm. Okay, du darfst. Echt nur 6 Punkte, krass. Sie macht sich... Ja, komm, wir nehmen die sichere Variante. Die sichere... Ja, die lach mich tot. Missed the target. Ja. Ja, Tatsache, trifft nur... Okay, die sind alle identisch.
bis zu 10. Also ganz ehrlich, du und deine... Das war nicht gut. Ja, da hast du aber vollkommen. Was sind denn das für Chancen hier? I'm on the move. 90%. Kannst du das treffen oder ist das jetzt wieder zu hoch? No longer a threat. Okay, 93 und 93. Das ist ja identisch. In der Zone. In der Zone. Feldposten. Wie cool. Okay, gut. hat sie schon Schreck gekriegt. Okay, nachladen. Du auch. Muss schnell nachladen. Du könntest mal wieder zurück. Du hast ja getroffen, das war ja sehr gut. Feldposten. Du musst nachladen. Okay. Begebe mich auf Position. Yes, Commander. Was gibt's hier vorne? Nix, okay. Gut, Schmidt. Müssen auch mal gucken, was rechts oben ist. Bin in Bewegung. Running. Und der Scharfschütze geht auch mal nach rechts. Jasna, начинаю движение. Gut. What's making that noise? Ach, es gibt noch mehr davon. In Bewegung. Ja, ich meine, ich hätte noch bei den ein oder anderen Panzer gebraucht. Weißt du, du bleibst erstmal da, du bist mir sonst ein bisschen zu stürmisch. Saul! Kommen die anderen nicht hinterher? Bin schon auf dem Weg. Moving. Sieht ruhig aus. Двигаюсь к точке. Still! Habt ihr was gehört? Ich mach mich los. Ja, kommen Sie. Ach. Die gibt's ja auch noch, stimmt. Feldposten, uiuiui. Weißt du was? Soll ich dich mal triggern? Mit Feldposten. Okay, wie sieht er? Das ist den kleinen nur. Okay, dann hat er zumindest nicht mehr die Möglichkeit, einen Schild zu bekommen. Okay, komm mal zurück. Kann auch richtig weit laufen, das ist echt krass. Er allerdings auch. Okay, dann gucken wir, ob das Ding hergerannt kommt oder wegrennt. Oh, 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 13 von 20. Das bleibt ja nicht mehr. Was? Wir heute voll gegen die Wand gelaufen. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ach, der ist einfach zu cool. Mach mal. Tschüss. Ah ne, hat er doch noch einen Punkt. Er zuppelt schon, aber das reicht halt noch halt. Okay, er sieht hier nix. Head into that location. Hab schon Schlimmeres gesehen. Position confirmée. Nee, nix. Aber er sieht was. Ist erledigt. Tja. Feldposten. Okay. Mal nach vorne. Spurten. Jetzt ja ein bisschen hier auf der Seite auch ein bisschen nach vorne kommen. Hinken doch ein bisschen hinterher.
Sehr schön. Bestätige. Okay. I'm on it, Commander. Gut. Position confirmée. Okay. Kannst du mal nachladen, Junge. Chilong. Bereit zum Angriff. Sehr schön. I'm rolling. Feldposten. Und... Hier du. Huch, wo hab ich den jetzt hingedrückt? Toll. Naja. Vous avez entendu? Okay. Erstmal ihn. Solid copy. Weil er schon ein bisschen weiter vorne ist. Nachladen. Locked and loaded. Gut. Schwerholt. Die Magazine mal auffüllen. Rücke vor auf Zielposition. Wunderschön, du stehst da echt super. Heading there now. Da unten steht er. Sehr schön. Da muss er hin. Okay. So, und nachladen für dich. Ja, komm. Nachgeladen. Ja, da. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Moving out. Die beiden Mediziner sind hier die Stürmer. Das ist auch witzig. Ja, du bist toll da unten. Rücke vor auf Zielposition. Okay. Gut, stell dich mal direkt dahinter. Stepping off. Und du gehst hier hin und Feldposten. Sehr schön. Rücke aus. Sind doch noch ein paar unterwegs. Ja, wir ziehen jetzt erstmal alles nach vorne. Verstanden. Rücke aus. Damit wir dann alle vorne haben. Ja, komm. We're green to go. Mit vollen Magazinen, bitte. Hier du. In Bewegung. Gut. Okay. Nix. Affirmative. Ach, das, ja, das sieht super aus. Da vorne, das ist einfach nur so eine schmale Lücke. Wo dann alle sechs durch müssen. Ist ja schön. Na gut. Jawohl, Commander. Heading to that location. Уже иду. Gut. In Bewegung. Sehr schön. Und Feldposten. Die hört man von rechts, vorne und links. Merkwürdig. Wilco. Das schwebt da. Kann er das auch? Schwebpartie. Schwebpartie, ja, wunderschön. Tja. Mache mich auf den Weg. I'm on the move. Oh, schön. Dieser Schweben. Слушаюсь. Ich. Bestätige. Gut, sehr schön. Okay. So, dann kommen wir wieder. Warte mal. Er ist ja ein bisschen weiter vorne. Er hier. Er hier. Danke. Okay. Wie ist das mit ihr? Wie weit kommt sie? Headed there now. Ah ja, da ist er wieder runtergefallen. Okay. Ach ja. Spichu! Hm,
bin unterwegs. Genau. Roger that. Gehen wir darüber. Und ja. Position bestätigt. Da sind wir schon mal alle durch. I don't think we're alone out here. Contact. Alien neutralisé. Lunatic готов. Ja, der ist ja Kartoffel schon wieder vorbei. Krass. Kannst du es nochmal machen? Das war ja gar nicht so schlecht. Alien à terre. Gut. Sehr schön. In Bewegung. Aye, aye, Commander. Wirklich Deckung hier. Okay. Bin unterwegs. Und hier. Rolling. Jetzt hört man wieder gar nichts mehr. Okay. That's affirmative. Aber dem vertraue ich noch nicht. Erstmal die Umgegend checken. Будет сделано. Okay. Schön vorsichtig. Okay. Okay, wie weit kommt er? On the move. Gehe in Position. Oh, steht's auf Glas. Je suis parti. So, dann hören wir mal, ob noch mehr Aliens da sind. Nee. Geh mal hier hoch, guck mal. Bin unterwegs. Okay. Ja. Nö, ist einfach nix. Ja, sieht so aus. Also schön langsam voran. Bin in Bewegung. Gut, dann kommst du mal hinterher. Time to motor. Machen wir das einfach von oben. Zu diesem orange leuchtenden Dingens da drüben. Daher. Ich denke mal, das ist das Ziel. Lichu туда. Ah ja. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Nein, das glaube ich auch. Bin dran. Okay, schön langsam. Gehen wir alle auf diese. On my way. Linie. Welche ist denn das? Direkt dahinter, okay. In Bewegung. Okay. Dazwischen. Heading there now. Dazwischen. Разберемся. Gut. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Nö, naja, das In Bewegung. Ist durchaus richtig. Außerirdische in Sicht. Greif an. Huch. Wieder komplett zurück, krass. Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Ich glaube, das ist platt gegangen, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Will do. Ja, dann machen wir das eine klassische Aufstellung. Feldposten. Bei 6 Feldposten, ganz ehrlich. Kann ja nichts schief gehen. Begebe mich zu dieser Position. Kann er nicht runterfallen. Moving. Und einmal hier. Выхожу. Wunderschön. So viele Trefferpunkte. Ja, guten Tag. Z
Ziel ausgeschaltet. Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Mit diesem Gerät haben wir ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass sie über diesen Verlust begeistert sind. Ja, und ich weiß auch gar nicht, was Dr. Wahlen gemeint hat. Das war ja nicht so schwer. 22. Aliens haben wir getroffen. Krass. Central, hier Big Sky. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Erforsche das Hyperwellenleuchtfeuer. Ja, ich glaube ja, die Dr. Wahlen, die ist Telepathin und kaut Kaugummi die ganze Zeit. Ja, keiner aufgestiegen. Ja, warum wohl nicht? 56 Kills hat die Big Cry schon. Nicht schlecht, Herr Specht. Bei 11 auf 27 ist auch nicht schlecht. 10 auf 28. Krass. Ja, wir haben eine Sektoiden-Anführer-Autopsie, Hyperwellenkommunikation und wahrscheinlich können wir jede Menge verkaufen. Die Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das heißt, zu Deutsch, sie ist überall auf 1. Ach, easy. Was, 16 von 17 im Orbit? Ach so, wir haben noch einen Satelliten in petto. Ja, sehr gut. Wir haben einen Firestorm weggeschickt und haben dafür noch einen Satelliten in petto. Sehr gut mitgezählt. Okay, dann... Es ist unmöglich, dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ihre restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben. Gut, dann machen wir erstmal die Sektoiden-Anführer-Autopsie. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. Psi-Labor zum Bau verfügbar, Imitatstrahl zur Herstellung verfügbar, Neuralfeedback verfügbar im Genlabor. Das war das, was uns noch gefehlt hat. Dieses Gerät lässt sich so programmieren, dass es die akustischen Schlüsselreize imitiert, von denen die Invasoren im Gefecht Gebrauch machen. Damit lässt sich ihre Aufmerksamkeit in einem begrenzten Bereich ablenken. Listig. Psi-Labor. Neuralfeedback verursacht Schäden. Schaden bei Psi-Angreifern und löst die Ablenkzeit all ihrer Psi-Angriffe aus. Löst die Ablenkzeit aus. Verringert nicht die Erfolgschance der Angriffe. Interessant. Ja, wir waren bei der Legierungskanone. Nichts wird sein wie vorher. Unsere Arbeit hier. Die Übernahme der Technologie einer feindlichen Macht beschleunigt die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit um Generationen. Wir können diese Waffen, diesen Missbrauch der Wissenschaft noch immer für einen besseren Zweck nutzen. Der Preis war hoch, aber unsere Bemühungen waren nicht umsonst.
Und damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Die Musik im Hintergrund hat sich ja schon geändert. Das heißt, es ist jetzt noch nicht das Endgame, aber es geht so langsam in die Richtung. Wir haben noch einiges vor. Wir müssen auch noch die Exalt-Struktur komplett platt machen. Da fehlt uns wahrscheinlich noch eine Spionagemission. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was uns so der Fight auf uns wirft. Dann danke ich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.